richtig gut arrangiert, wie ich hier aus der Tür rausgekommen bin. Ich bin da, um euch ganz kurz zu zeigen, was ich so jetzt bei dieser Transalp, dieser Februar-Transalp so dabei hatte. Ich bin gerade aufgestanden, also ich schaue ein bisschen verwirrt aus, aber das sollte euch ja hoffentlich nicht stören. Ja, ich habe vor, euch ganz kurz mein Radl-Setup vorzustellen, also sprich, was ich an Sachen fürs Fahrrad dabei hatte, was ich anhatte und was ich so an zusätzlichen Geschichten mitgenommen habe. Einfach damit ihr grob seht, was ihr vielleicht auch brauchen könntet bei eurer nächsten Transalp. Und ja, wahrscheinlich das Erste, was einem auffällt, ist, dass ich, obwohl ich jetzt halt am Tag der Abreise eigentlich schon seit 3 Tagen hier bin, oder seit 2 Tagen hier bin, die Banane immer noch dran hängt. Ja, ich habe vergessen, sie zu essen, und dann hatte ich 2 Tage lang ausreichend zu tun und auch ausreichend zu essen, weshalb ich die Banane nicht gegessen habe. Das heißt, sie hängt immer noch dran. Die werde ich mir jetzt dann später einverleiben zum Frühstück. Fangen wir doch vielleicht erst einmal mit dem technischen. Zeug an. Alles ganze technische Zeug, was ich dabei hatte, zeige ich euch jetzt. Wichtigstes Technikteil, eines der wichtigsten, ist wahrscheinlich meine Uhr gewesen, meine Garmin Fenix 7X Solar, die mich nicht navigiert hat, aber getrackt hat die ganze Zeit. Sehr zufrieden. Ich glaube, wie viel Prozent hatte sie? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent sie verbraucht hat, aber es waren, glaube ich, nur so 50% oder irgendwie sowas in die Richtung. Also irre auf 300 Kilometer, wohlgemerkt. Und dann die anderen Teile, die teile ich immer auf in so Support-Dinger, also die ich nicht die ganze Zeit und nicht sofort brauche, sondern womöglich auch erst am Ziel, und Sachen, die ich ständig brauchen könnte. Und somit mache ich jetzt hier 2 Haufen. Auf Nummer 1 ist die Power Supply sozusagen, der Power Supply Haufen. Das ist meine Powerbank mit einem, ich habe ein iPhone dabei, weshalb ich natürlich ein iPhone-Ladekabel dabei habe. Dann habe ich ein Ladekabel für die Uhr dabei gehabt. Ich wusste nicht, wie viel sie jetzt wirklich brauchen wird. Und ein USB-C-Ladekabel und noch ein, wie heißt das, Mikro-Ding oder Mini-USB, Micro-USB. Das bisschen modernere von den beiden, für nämlich meine Beleuchtung. Das hier habe ich immer in meiner oberen Tasche hier drinnen, zusammen mit noch einem zusätzlichen GoPro-Akku. Somit bin ich quasi gerüstet für diverse Eventualitäten, kann sowohl während der Fahrt mein Handy aufladen, theoretisch die GoPro aufladen oder was weiß ich, das Licht von der GoPro oder meine Uhr oder meine Lampe einfach. Das ist also immer zugriffsbereit. Mit dieser Powerbank, die ist neu, bin ich auch sehr zufrieden. Die ist in einer Stunde ist die komplett aufgeladen. Die ist mega, mega stark und powerful. Und ja, das letzte Mal, als ich da in die Toskana geradelt bin, hatte ich das Problem, dass ich nicht ausreichend Saft hatte auf meiner Powerbank. Und sowas sollte mir nie wieder passieren. Deshalb habe ich mir jetzt die teuerste Powerbank gekauft, die es, glaube ich, gibt. Ich glaube, dass die 100 Euro gekostet. Das heißt, ich glaube, die hat ein bisschen über 100 Euro gekostet. Viel Geld, aber hat sich wirklich rentiert. In einer Stunde ist die Powerbank selber wieder komplett aufgeladen. Jo. Zusätzlich zu dem Zeug, was ich sozusagen hier in meiner Oberrohrtasche drin habe, habe ich noch mein Kopfhörer-Etui dabei. Mittlerweile leider nur noch mit einem Kopfhörer, weil ich den einen ja verloren habe. In Meran, den hole ich mir heute aber noch. Den hatte ich die ganze Zeit im Ohr, den einen Kopfhörer. Und diese 2 Lampen, meine Oldschool, Old but Gold Trailock-Lampe, die wirklich wahnsinnig stark ist, wahnsinnig hell, also toll hell, mich wirklich auch weit, sie leuchtet weit und hat eine Batterielaufzeit, das ist irre. Das ist einfach so ein geiles Teil, ich könnte, glaube ich, nicht ohne der fahren. Zumindest hat mich jetzt noch nicht irgendein anderes Konzept überzeugt von den anderen Lampen und mein Lupine-Rotlicht. Dazu habe ich noch als Frontblinker, der einfach die ganze Zeit blinkt, so ein kleines Blinklicht von Nock,
Und mit dem bin ich auch mega happy. Das Ding hält einfach, schaltest du ein und kannst es vergessen. Ich habe es auch, wenn ich in den Supermarkt gehe oder so, ich schalte es nie aus. Genauso wie das Rotlicht. Das ist also meine Beleuchtungsgeschichte. Dazu kommen jetzt noch ein paar Teile, die ich wahrscheinlich nie auf der Fahrt brauche oder nur bei längeren Fahrten, die aber trotzdem dabei sein müssen. Ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass irgendwo, wo ich ankomme, dass die USB-Netzstecker und so weiter und so fort haben. Also habe ich ein ziemlich schweres, aber dafür leistungsstarkes USB-Netzteil. Das gehört zu der Reihe von dieser Powerbank, lädt also in einer wahnsinnigen Affengeschwindigkeit, ich glaube mit insgesamt 120 Watt oder was, hat das Ding, lädt das alles auf. Und das ist ja genau das, was ich brauche. Eine kurze Kaffeepause, eine halbe Stunde, ein Boost für womöglich die Powerbank und gleichzeitig das Handy und vielleicht noch eine Lampe oder so. Ja. Womöglich bräuchte es nicht bei einer 300 Kilometer Tour, aber bei einer 500 Kilometer Tour womöglich. Dieses Ding zusammen mit einem Ersatzladekabel fürs iPhone. Mir ist schon mal eins kaputt gegangen, dann hatte ich keins mehr. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Scheißerei war? Einem Ersatzkabel für die Uhr. Auch da ist mir schon mal eines kaputt gegangen. Oder ich meinte zumindest, dass es kaputt gegangen ist. Es ging auf jeden Fall nicht mehr. Und nochmal einem USB-C-Ladekabel. Doppelt gemoppelt deswegen auch, damit ich möglichst schnell alles aufladen kann, was ich halt aufladen möchte. Somit hätte ich theoretisch immer die Möglichkeit, zwei verschiedene Kabel hier anzustecken oder an die Powerbank anzustecken und somit. Ja. Dann habe ich noch einen Ersatzkopfhörer eingepackt gehabt, was mein Glück war, weil ich ja den anderen verloren habe. Somit konnte ich jetzt gestern beim Laufen die ganze Zeit diese Kopfhörer hier benutzen. Dann habe ich noch so ein, ja, das ist halt jetzt einfach spezifisch, so ein Teil, dass ich ins iPhone reinstecken kann, wo ich eine Micro-SD-Karte einführen kann, theoretisch ein HDMI-Kabel und noch zwei USB-Kabel. Und damit kann ich quasi, wenn ich mal zu viele Videos gemacht hätte, und so ein Video hat ja ziemlich viel Speicherplatz und ich habe 500 GB iPhone, wenn ich mal zu viele Videos gemacht hätte, könnte ich das hier drauf ziehen, über das hier auf eine Speicherkarte ziehen, beziehungsweise umgekehrt von der GoPro ohne Bluetooth-WLAN-Übertragung auf mein Handy drauf ziehen mit so einem Gerät, weshalb ich das, ja, finde ich sehr cool, dass ich das Ding habe. Diese Geräte hier sind in einer Plastiktüte drin, ich habe jetzt keine da, war ein Gefrierbeutel und verstauen sich dann hier in dieser Tasche hier, weil manchmal muss man halt eben doch hin, also habe ich es hier drin. Diese Teile sind angebracht am Fahrrad und diese Teile hier so sind oben in der Oberrohrtasche drin, somit immer zu selbstbereit. Dann meine GoPro, mit der filme ich jetzt gerade, die kann ich jetzt also nicht zeigen. Das ist auch noch ein GoPro-Zubehör plus die GoPro-Beleuchtungsgeschichte, die auf die GoPro angebracht wird. Die habe ich ja sozusagen immer in meiner Radlhose seitlich drinnen oder irgendwo angebracht, sodass ich quasi sie schnell nutzen kann. Noch ein GoPro-Zubehör. Ach ja, und meine Ladestation für die GoPro-Akkus über dieses Media oder über die GoPro selber könnte ich ja immer nur einen Akku aufladen, aber das ist mir halt zu wenig, wenn ich schnell laden muss. Also habe ich so eine Ladestation dabei, dass ich zwei Stück gleichzeitig aufladen könnte. Die ist natürlich auch noch in der Plastiktüte drinnen, die hier verstaut ist. Ja, und dann technisch eigentlich nur noch mein Brustgurt, den ich natürlich anhabe, der 100 Jahre lang hält. Und ein Gummiband. Ich habe mehrere Gummibänder am Rad verteilt, die ich für alle möglichen Sachen benutzen kann. Aber dieses Gummiband ist jetzt primär dafür da, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo einen Baum habe, wo ich oder irgendeine Örtlichkeit habe, wo ich jetzt was filmen will, dann kann ich die GoPro da so dran befestigen. Dann ist sie schön arretiert und dann kann die halt filmen, was sie filmen soll. Genau deshalb ein leichtes Gummiband. Kann man gut mitnehmen. Das hängt. Im Normalfall hier irgendwo am Rad. Dann kommen wir jetzt noch zu den technischen Geschichten, die jetzt gerade noch am Rad verbaut sind. Hier ist noch mein 66S Garmin Navi, was eine Schnittstelle hat zu meinem Handy und zu meiner Uhr und somit auch zu Routenplanungsgeschichten wie Komoot, was ich sehr sinnvoll finde. Das ist hier. Betrieben mit normalen
also AA-Akkus, also die Mignon-Batterien, sodass ich bei der Tankstelle mir auch einfach schnell welche nachkaufen kann, was ich sehr wichtig finde. Ich habe extra nicht die mit Lithium-Ionen-Akku gekauft, sondern die mit Batterien. Das ist das technische Gadget noch und dann habe ich noch eins. Meine Klingel, kein Hightech, aber da drin befindet sich ein AirTag. Der AirTag ist so versteckt, dass man ihn nicht sieht. Ja, ihr wisst es jetzt, aber ich habe jetzt nicht Angst davor, dass ihr mir auflautet und mir meine Radar klaut, sondern die größte Befürchtung ist ja immer der Gelegenheitsdieb am Supermarkt bei der Tankstelle. Im Normalfall ist das Fahrrad ja niemals nicht in meiner Aufsicht. Und wenn ich jetzt da einen AirTag drin habe und man das nicht sofort sieht, und man sieht es wirklich nicht sofort, dann ja, habe ich halt schon ein gewisses Sicherheitsgefühl. Und ja, klar, man könnte jetzt sagen, ja, die Radeldiebe, die tun das ja sofort in irgendwelche Tresore, wo man AirTags dann irgendwie nicht, wo die nicht raus, das Signal nicht rausgeht und so. Ja, also das ist ein Schwan, weil die meisten Radeldiebstähle entstehen wahrscheinlich nicht durch irgendwelche Profi-Diebe, sondern eher durch den Gelegenheitsdieb und nicht durch jemanden, der mich jetzt überfällt und es sofort in den LKW reinlädt, wo er mit einem Scanner absucht, ob da ein AirTag dabei ist. Also das meine ich nicht. Somit, das gibt mir ein gewisses Ding an Sicherheit und da bin ich sehr froh drüber. Ist von Airbell ein cooles, kleines Startup, was diese Dinger so herstellt und also rentiert sich. Selbst wenn sich das noch weiter verbreitet, dass in Klingeln AirTags sein könnten. Ja, dann habe ich noch ein Schloss, ein Kabelbinderschloss. Damit habe ich jetzt aber, glaube ich, alles abgedeckt, was ich an technischem Equipment so dabei habe. Ein kleines Übergangsding zwischen Technik und Anziehsachen ist natürlich mein Helm. Am Helm angebracht ist meine Stirnlampe, die ich auch ganz schnell die Batterie wechseln kann. Die ist angebracht mit so Klettbändern, kann ich also auch abnehmen und als normale Stirnlampe hernehmen. Dazu noch so ein ganz einfaches Rücklicht. Das leuchtet auch einfach während der gesamten Fahrt. Und damit bin ich auch sehr, 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 sehr zufrieden. So ein Stirnlampenlicht zusätzlich ist toll für die Nahfeldausleuchtung. Gut, dann fange ich jetzt einfach mal mit meinem Handschuh-Setup an. Ich habe diese uralten schon Radlhandschuhe an, als erste Lage. Dann habe ich, nicht als erste Lage, ich hatte die hier zumeist als erste Lage an, das sind so super dünne Unterhandschuhe. Dann habe ich darüber diese Radlhandschuhe angezogen. Und dann, und das reicht im Normalfall immer, diese ja, so ganz einfache Fließdinger, die kann ich hochklappen, habe dann also meine Finger und kann sie aber auch ganz einfach wieder umklappen. Das ist sehr, sehr praktisch, weil du dann halt einfach hier diesen Windschutz hast und gleichzeitig hast du noch die Fingerfertigkeit, die dir deine einzelnen Finger natürlich geben. Und das kann man aber auch noch ein bisschen ausweiten, indem man nochmal ein paar Handschuhe drüber zieht. Hier ist der sogar noch drin, das ist nochmal ein minimal dickerer Handschuh. Den hätte ich dann quasi einfach über diesen hier drüber an und danach ziehe ich mir noch das an und dann wird es dann nicht kalt. Außer es wird anfangen zu regnen. Wenn es anfangen würde zu regnen, habe ich noch eine zusätzliche Geschichte. Also wenn es richtig anfangen würde zu schütten, das sind absolut wasserdichte Überhandschuhe von Salomon. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Und die passen sogar über diese Teile drüber und hab dann, sind eigentlich zum Langlaufen, meine ich. Und das ist wirklich toll, weil somit hast du nochmal einen Windbreaker sozusagen, den Hardshell und darunter dann das Softshell-Zeug und das ist traumhaft. Also da ist man für alles gerüstet dann. Und das Gute ist halt im Vergleich zu einem dicken Handschuh, wenn du nur einen dicken Handschuh mitnimmst, zum einen kannst du einzelne Komponenten halt weglassen, wenn es mal ein bisschen wärmer wird oder kälter wird, einzelne Komponenten hinzufügen und zum anderen, wenn mal aber irgendwas nass ist, dann kannst du es ausziehen und mit was anderem ersetzen, bin ich immer ein großer Fan von. So viel zu den Handschuhen. Kommt jetzt nur noch der Buff.
Da habe ich einen, der ein bisschen weiter ist und einen, der ein bisschen, also einer, der ein bisschen weiter und länger ist. Und ich glaube, das ist einfach nur ausgeleiert. Und einer, der ein bisschen enger ist. Den weiteren und längeren, den habe ich im unteren, also habe ich als erstes an. Und dann ziehe ich mir den anderen da noch drüber. Der gibt so ein bisschen Form und soll vor allem halt hier den Hals schützen. Da habe ich immer ein bisschen Schiss, dass ich mich da irgendwie, keine Ahnung, eine Halsentzündung oder irgendwas, Mandelentzündung, keine Ahnung, was wurde. Das ist aber auch zwei Buffs. Hat wunderbar funktioniert diesen Februar. Mir war nie kalt im Hals. Ja, dann, was hatte ich denn an? Ja, ich hatte schon mal ein bisschen was an, aber es war jetzt nicht so dramatisch. Ja, meine Radlhose natürlich. Was ich an der besonders cool finde, ist, dass sie an den Beinen so ein Netz hat. Somit ist man immer gewappnet, um mal schnell irgendwie irgendwas reinzustopfen, keine Ahnung, beim Einkaufen oder mal schnell die GoPro irgendwo rein, da steckt auch bei mir immer die GoPro drin. Das ist sehr angenehm. Dazu habe ich meine Beinringe, die habe ich quasi die ganze Zeit angehabt und aber sogar mal hochgekrempelt, sodass ich kurz fahren konnte. Dann, das sind einfach ganz normale Beinlänge, ein bisschen dicker, jetzt nicht die dünnsten, sondern ein bisschen dicker sind sie. Ich habe auch nur diese Beinlänge, ich habe gar keine anderen, also die ziehe ich, habe ich auch im Sommer dabei als Backup. Jetzt hatte ich sie natürlich nicht als Backup dabei, sondern habe sie angehabt. Dann mein Sockensystem. Ich habe diese Schuhe angehabt, das sind meine ganz normalen Sommerschuhe, also nichts Wintermäßiges. Und wie passe ich mich immer der Kälte sozusagen an, indem ich wieder ein Zwiebelsystem mich anziehe. Zunächst habe ich einen Socken, der aus Tiroshop-Wolle besteht, an. Diesmal ein bisschen dickeren. Das ist dieser hier. Darüber ziehe ich einen Gefrierbeutel. Der sorgt quasi für so ein kleines Gewächshausklima. Und das ist jetzt auch das, wieso ich tierische Wolle benutze. Tierische Wolle benutze ich deswegen, weil die auch bei Nässe noch Temperaturen halten kann, also dämmt. Der ist ja die Faser irgendwie hohl und keine Ahnung, könnt ihr euch selber einlesen. Aber auf jeden Fall ist das der Vorteil von tierischer Wolle. Bei Nässe dämmt sie auch noch. Baumwolle ist total kalt, wenn sie nass ist. Also habe ich tierische Wolle als erste Lage an, dann eine Plastiktüte drüber und danach ziehe ich noch einen formgebenden und die Plastiktüte haltenden ganz dünnen Socken drüber. Jetzt hier dieser weiße. Und das war es auch schon. Natürlich ist mir manchmal kalt an den Füßen, aber nie irgendwie, dass es irgendwie schmerzhaft ist. Wenn man super verfroren wäre oder wenn es halt viel kälter wäre, dann könnte man sich noch so eine Alufolie innen reinlegen oder vielleicht nochmal eine Plastiktüte drüber. Und man muss halt auch irgendwie schauen, dass der Blutkreislauf aktiviert bleibt, also sprich immer mal wieder während der Fahrt so solche Geschichten machen. So, das Blut reinschleudern. Dann wird einem instant warm und somit kann sich das Gewächshausklima natürlich auch erst da drin kann es erst sich entwickeln. Also auf dem kalten Fuß eine Plastiktüte drüber bringt wenig. Ja, also der muss irgendwie erst einmal warm sein und dann funktioniert das gut. So viel zu den Socken. Dann hatte ich am Oberkörper mein Brustgurt an. Den habe ich dieses Mal sogar geschafft, als allererstes anzuziehen. Sehr gut. Normalerweise ziehe ich den immer erst an, wenn ich schon alles anhabe, dann muss ich wieder alles ausziehen. Dann habe ich ein uraltes, ein bisschen dickeres Unterhemd, ich glaube von Chibo war das mal. Das habe ich sehr gerne an, ist mega angenehm, das hatte ich als erste Lage. Dann habe ich jetzt von Sieger, habe ich ein Radl, ganz normales Radl-Unterhemd an, nichts für den Winter, sondern einfach nur so ein Radl-Unterziehteil. Dazu habe ich einfach noch irgendein Sportoberteil, was langärmelig war, angezogen. Ist auch nichts für den Winter, aber immer das Zwiebelsystem halt. Und darüber habe ich dann mein Jersey angezogen. Genau. Das war's. Erst einmal mit Oberkörper. Darauf hatte ich dann, weil da wird jetzt natürlich der Wind durchpfeifen, habe ich meine ziemlich dünne, also extrem dünne, überhaupt nicht gedämmte Radeljacke auf dem Siegel.
angezogen. Die ist mega geil, weil die so schön reflektiert in der Nacht. Also diese weißen Muster hier, das ist aus reflektierendem Material hergestellt. Also die ist richtig gut zum Gesehen werden. Die habe ich dann drüber und gerade in den ersten Stunden und auch in den letzten Stunden habe ich dann noch dieses absolut wasserdichte und regendichte Überjacke nochmal angezogen. Die ist wirklich der absolute Hammer, diese Jacke, die habe ich dann noch drüber gezogen. Und somit hatte ich wieder mein Hardshell, mein Mid-Layer oder was auch immer und mein ganz eng angezogenes Zeug direkt auf dem Körper, also meine Unterhemden etc. Jo, natürlich eine Cap und meine Mütze, weiß jetzt gar nicht, wo die ist. Eine Mütze hatte ich auch noch an, auf dem Kopf. Also Cap plus Mütze, Helm drauf. Genau. Als oberste Schicht dieses Mal habe ich diese Laufweste angezogen. Ich wusste, dass ich laufen gehen möchte, auch vielleicht ein bisschen länger. Somit stand ich vor dem Ding, ja, wie mache ich das jetzt, dass ich dann auch Getränke und so weiter transportieren kann, mein Handy und so. Deshalb habe ich diese Weste mitgenommen. Ich muss sagen, war echt angenehm. Die kommt dann absolut nicht vor, wie als wäre sie ein Rucksack. Ich hasse ja Rucksäcke wie die Pest, das wisst ihr ja. Deshalb habe ich mit Bikepacken angefangen, damit ich eben keinen Rucksack tragen muss. Das war jetzt eigentlich wie das Jersey zu tragen, also sehr, 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 sehr angenehm. Und ich glaube, dass ich das jetzt öfter machen werde mit so einer Weste. Weil, wie gesagt, hatte keinen Nachteil und man hat viel Platz zum Sachen zu verstauen. Es war sehr angenehm und ich hatte jetzt kein Getränk drinnen, weil ich jetzt hier theoretisch mir ständig was hätte kaufen können auf dem Weg. Aber ja, also, das war noch so mein oberster Layer und es war natürlich schon ganz angenehm, weil da konnte ich mal schnell die Jacke dann zum Beispiel da reinstopfen, anstatt sie irgendwo da anzubringen. Also meine Regenjacke hatte ich mal hier angebracht auf der Satteltasche, aber meine schwarze Jacke habe ich auch irgendwann mal ausgezogen, habe ich einfach schnell den Rucksack rein, fertig ausgemacht. Also ich habe ja dieses Mal im Februar eine sehr, sehr frühe Transalp gemacht. Ich wusste ja, dass das Wetter schön sein wird, aber trotzdem, wenn es dunkel ist, ist es trotzdem arschkalt. Sowohl jetzt in München als auch in den Bergen dann bei Nauders, wo wieder alles gefroren war und so weiter und so fort. Da muss man sich schon anpassen können. Und da gibt es jetzt verschiedene Konzepte. Der eine sagt, ich packe möglichst wenig ein, um möglichst schnell zu sein, um möglichst schnell über die Berge rüber zu kommen. Weil die Berge sind dann natürlich immer das größte Risiko. Und das andere Konzept, und das ist eher so mein Favorite, ist, dass ich mir lieber noch ein, zwei Backup-Sachen dazu einpacke, um meine Tour oder im Zweifel auch mein Leben noch ein bisschen zu verlängern. Dass ich eben nicht abbrechen muss, dass ich eben nicht sagen muss, oh scheiße, jetzt hat es hier Minus gerade, jetzt muss ich umdrehen. Damit ich das nicht machen muss, habe ich immer noch ein paar zusätzliche Geschichten dabei gehabt. Ich muss jetzt ganz kurz sortieren. Also, ich hatte noch zusätzliche Armlinge dabei, klar, die retten einem jetzt auch nicht das Leben, aber wenn man die nochmal drüber zieht, dann ist das nochmal eine Stelle, die Arme, wo weniger Temperatur verloren geht und im Gesamten bringt es dir schon was. Dann habe ich dieses Teil hier noch dabei gehabt, das steckte, wo steckte das eigentlich, genau, hinten in meiner Satteltasche drin. Da drin, das ist eigentlich so ein kleiner Add-on für meine Laufweste. Habe ich mir eingebildet, dass ich brauche unbedingt. Und da drin befindet sich noch eine komplette Daunenjacke, die nicht besonders schlecht ist, also die eine so eine ziemlich gute Daunenjacke ist. Die würde ich dann, wenn ich die unbedingt brauchen würde, wenn es so arschkalt wäre, dann würde ich die natürlich nicht als oberste Schicht anziehen, sondern darüber, also alles anziehen, was ich euch gezeigt habe, bis auf die gelbe Jacke und die schwarze Jacke. Dann auf meinem Jersey die gelbe Regenjacke anziehen, dann die Daunenjacke und dann die etwas weitere schwarze Jacke. Sozusagen als Hardshell vor dieser Daune.
Somit hätte ich zum einen so eine Dampfsperre nach innen zum Körper hin, weil da unten sind ja auch, wenn es feucht wird, nicht wirklich warm. Deshalb die Regenjacke nach die gelbe Regenjacke nach innen, dann die Daune und danach wieder etwas, was den Wind abhält, also eine schwarzes, leichtes Jacke. Genau. Dieses Ding hier ist eigentlich meine Jacke, die ich auch so draußen auf der Straße anziehe, wenn ich nicht mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und dafür hätte ich sie auch benutzt, wenn ich es gebraucht hätte. Deshalb ist das aber auch ein Grund, wieso ich sie mitgenommen habe, damit ich halt hier mich auch irgendwie adäquat anziehen kann, wenn ich irgendwie mehr rein spazieren gehe. Ja, diese Handschuhe-Dinger, die hatte ich euch gezeigt, diesen Regenschutz für Handschuhe. Dann, was ihr seht, was ich anhabe, ist natürlich auch keine Radkleidung, aber das war auch alles mit dabei. Insbesondere dieser Pulli, den habe ich bei jeder Alpenüberquerung dabei, weil der sieht, wenn man den so zu normaler Kleidung anzieht, ganz normal aus. Aber man kann ihn auch wunderbar anziehen als noch einen zusätzlichen Layer, wenn es dann wirklich arschkalt werden würde. Und nichts ist schlimmer als ein kalter Oberkörper. Also das ist wirklich gar nicht, das ist wirklich ganz was Schlimmes. Somit, dieses Ding hier war auch noch relativ griffbereit hier in meiner Satteltasche, so dass ich theoretisch schnell hinkäme, wenn ich es denn bräuchte. Also dieses Ding hier und dieses Ding hier waren griffbereit, so dass ich sie mir rausholen hätte können. Ja, Zwiebelsystem halt. Und niemals irgendwie ein Single-Use mitnehmen oder möglichst wenig Single-Use-Sachen mitnehmen. Genau, also natürlich hatte ich Ersatzsocken und Ersatzunterwäsche dabei, um hier die nächsten Tage zu verbringen. Das ist ja logisch. Dazu hatte ich noch eine kurze Laufhose dabei, die ich ja dann auch gestern und vorgestern gleich gebraucht habe. Und was auch noch etwas gewesen wäre, was ich noch hätte anziehen können bei besonders krassem Kälteeinbruch irgendwie oben auf dem Pass, ist meine lange Lauf-Tight, Leggings, was auch immer, die ist ein bisschen wärmer, die hätte ich einfach drüber gezogen und fertig aus. Das hätte mir nochmal eine Toleranz von ein paar Grad minus gegeben. Ja, und dann hatte ich noch einen Laufshirt dabei, hätte ich natürlich auch noch als zusätzlichen Layer anziehen können. Und somit bin ich mit meinen zusätzlichen Kleidungsstücken quasi fast fertig, bis auf das, was ich jetzt hier anhabe. Im bisschen späteren Frühling oder im Sommer habe ich natürlich niemals eine lange Hose dabei, sondern eine kurze Hose ist ein bisschen einfacher zum Transportieren. Jetzt habe ich eine lange, möglichst leichte Hose allerdings mitgenommen, dass ich mich in Meran ein bisschen aufhalten kann. Dann habe ich noch ein cooles Hemd, ein kurzärmeliges Hemd dabei. Hatte ich noch irgendwas? Das war's. Das hatte ich auch noch dabei. Ist alles in diesen Taschen drin gewesen. Habe ich hier noch so ein Emergency Bivy. Das ist eigentlich nur eine Rettungsdecke, die aber in Form von einem großen Sack ist. Somit kann ich quasi da einfach reinschlüpfen und kann, falls ich jetzt zum Beispiel hinfallen würde, mich verletzen würde, dann einen Notruf absetze und dann kann ich mich da reinlegen und erfriere halt währenddessen nicht. Bei Schock ist ja auch so eine Geschichte, dass man sehr viel Temperatur verliert. Genau für sowas ist es dann da. Im Sommer kann man das auch hernehmen, um zu schlafen irgendwo draußen, weil es halt ein bisschen die Temperatur, den Wind abhält und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt im Winter natürlich, damit überlebst du nicht. Aber du überlebst vielleicht noch ein bisschen, bis dann der Rettungswagen da ist. Oder ja, so in die Richtung. Oder du könntest es dir einfach, wenn es so unfassbar kalt wäre, dass du nicht mehr weißt, was du machen sollst, dann könntest du dir das auch noch drüber ziehen beim Radeln. Und sieht komisch aus, aber wird schon was bringen. Dieses Teil hier, habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, was das ist? Das ist ein Tourniquet. Wenn jetzt halt im Wald, und jeder, der schon mal im Wald unterwegs war im Frühling, der weiß es, Wildschweine, wenn unterwegs sind, wenn du eins dummerweise blöd überrascht oder sonst irgendwas und du dann
von denen angegriffen ist, weil die schon Frischlinge haben, und die dir so einen Hauer reinrahmen in deine Wade beispielsweise, oder noch schlimmer hierher, dann hast du eigentlich keine Überlebenschance, weil das Blut nur so raussprudelt. Für sowas ist so ein Tourniquet da. Genauso natürlich, wenn ich mir jetzt einen offenen Bruch zuführen würde, irgendwie am Arm oder so, keine Ahnung, und das Blut raussprudeln würde, dafür gibt es einen Tourniquet, den legt man an und mittels dieses Stiftes dreht man sich das Blut ab, sodass die Extremität auf lange Sicht auch absterben würde. Aber damit kann man halt ein paar Stunden überbrücken, bis dann halt irgendwann ein Rettungsdienst da ist oder bis man sich selber gerettet hat oder was auch immer. Und beim Oberschenkel wird es natürlich schwierig, aber auch dafür ist dieses Teil da. Wird eigentlich jetzt im Krieg auch benutzt, wenn dir irgendwie der Arm abgesprengt wird. Gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz durch, was ich jetzt wie verpackt habe in meinen Taschen. Also hier kommt die Elektrizität rein, die ich quasi während der Tour brauche. Dazu noch so ein paar Magnesium-Sticks und so weiter und so fort. Und ab und an mal eine Riegel. Hier Ersatzschläuche, Sachen, die halbwegs griffbereit sein müssen. Wie zum Beispiel meine Unterhandschuhe. Wenn ich die gerade nicht anhabe, dann kommen die hier rein. Genauso wie meine Luftpumpe, meine Ersatzschläuche und auch meine ganze Ladeinfrastruktur. Das ist hier drin. Dann, ja, in der Satteltasche und auch in dieser wunderbaren Aerobar-Tasche, die man übrigens auch ohne Aerobars benutzen kann. Also die hat so Aufhängungen, dass es auch so geht. Da sind all die anderen Geschichten drin gewesen, immer noch in separaten Plastiktüten verpackt und somit, auch wenn diese Taschen absolut wasserdicht sind, einfach nochmal in so kleine Abteile sozusagen untergeordnet. Beispielsweise die Daunenjacke, die hatte ich da vorne drin, während ich hier drin zum Beispiel diesen Pulli drin hatte und noch meine Laufteil und ja, ich glaube noch ein, zwei andere Sachen. Ganz genaues System habe ich da nicht, sondern ich stopfe so ein bisschen rein, gerade so, dass das Ding perfekt ausgefüllt ist und der Rest kommt dann da hinten rein. Und das ist eigentlich, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Sehr gut sogar. Und mit den Taschen, also ihr wisst ja, ich werde ja auch von Cyclide werde ich unterstützt. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich niemals was benutzen würde, was irgendwie schlecht wäre, weil ich ja selber meine Touren machen möchte und ich bin jetzt kein Profi, der sagt, ja mein Gott, dann brauche ich halt jetzt eine Stunde länger oder nicht. Hauptsache ich bekomme richtig viel Geld von irgendeinem Sponsoring. Ich bekomme natürlich kein Geld, ja, sondern ich habe diese Taschen erhalten und da bin ich mega überzeugt davon, von diesen Taschen, sonst würde ich sie nicht benutzen. Und ich freue mich jedes Mal wieder, zum einen, wenn ich sie sehe, die Taschen, an meinem Fahrrad, als auch, wenn ich sie bepacken darf, weil es ist wirklich eine richtig geile Qualität. Genau, meine Rahmenbanane, die habe ich angebracht mittels so flauschigem Klettband. Und also ganz flauschigen, also das macht auch nicht das Jersey oder die Radlhose kaputt, das ist wichtig, weil sonst zieht man sich da ja immer so Lauffäden rein. Und jetzt meine ich aber, habe ich alles, bis auf, und das hatte ich vorher noch vergessen, mein Handy hat so eine Quadlock-Halterung und somit kann ich das hier einfach während der Fahrt hip einspannen und muss mich nicht mehr drum kümmern. Oder machen wir vielleicht weiter mit anderen Geschichten, die ich im Rad transportiere. Ja, logisch, meine Getränke, aber auch zwei Ersatzschläuche habe ich dabei. Gehe ich auch nochmal wieder lieber. Dann eine Tuftlampe, Luftpumpe. Die ist hier auch drinnen. Könnte ich eigentlich auch da noch anbringen, aber habe ich halt jetzt nicht. Und ihr seht, ich
stehe immer noch nicht so ganz galant auf, weil gestern der Lauf war natürlich schon heftig. Dann mein komplettes Werkzeug, da ist alles drin, was ich an Werkzeug brauchen könnte. Sogar inklusive Speichen, Dreh, Apparillo und alles ist drin. Ja. Und mein Geldbeutel, das Ding hier, ist entweder hier drin oder doch in der Arschrakete. Und mein Geld ist hier seitlich in der Seitentasche von links. Hast du nochmal so einen Reißverschluss, der kannst du es reintun. Ja, das ist das. Und natürlich, meine, ich schaue ja wirklich ganz wild aus. Jetzt hätte mir mal wer sagen können. Ich meine Sonnenbrille angehabt, auf dem Helm gespannt gehabt oder sogar angehabt. Das ist eigentlich eine Sonnenbrille fürs Laufen, also die ist super, super leicht. Und das ist auch richtig geil, weil die wirklich beim Laufen absolut nicht hin und her wackelt. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man total verschwitzt ist, wenn dann die Brille wackeln würde, dann zieht man keine an. Also die ist wirklich gut. Von Sungod ist die und die habe ich auch beim Radeln mittlerweile an, weil ich habe noch eine. Da habe ich gerade transparentes Glas drinnen und das wollte ich halt jetzt einfach nicht mitnehmen, dass ich zwei mitnehme. Also eine reicht. Ja. Führt jetzt womöglich ein bisschen zu weit, aber schaut euch das mal an. Dieses Ding hier, wie breit das hier ist, eine perfekte Auflagefläche für den Handballen. Schaut euch das mal an. Auch perfekt zum Drauflegen. Das ist sowas von genial. Und das ist von Redshift. Redshift kennt ihr von meiner Sattelstütze, die sowas von genial ist. Und auch meiner gefederten Vorbau, der sowas von geil ist. Also, ihr merkt, ich bin absoluter Fan von Redshift. Seit 2016, meine ich, habe ich auf jedem Fahrrad, wo es möglich ist, also seitdem ich mein Hobby angefangen habe, war das eine der ersten Anschaffungen, dieses Dual Position Seat Post System und auch dann diesen gefederten Vorbau. Und jetzt seit neuestem, seit einem Jahr, habe ich eben auch noch diesen Zusatz quasi für den Rennradlenker und auch noch diese Ergo, was auch immer, Endteile hier, sodass du einfach nochmal ein bisschen ausdauerfähiger bist und ein bisschen länger aushalten kannst, ohne dass deine Hände taub werden oder so. Also richtig geil. Da war es jetzt. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen was gebracht hat. Ist jetzt durchaus ein bisschen länger geworden schon wieder. Aber irgendwie gibt es halt dann doch ein bisschen was zu erzählen. Und das möchte ich euch jetzt ja nicht vorenthalten. Und es wurde auch darum gebeten, dass ich das mache von euch. Und deshalb habe ich das jetzt gemacht. Ich hoffe, es hat euch was geholfen. Und ja, schnelle Informationen sind halt nicht unbedingt immer die besten. Deshalb gab es es jetzt so. Und ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß. Und ja, haut rein.